Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Oberanner. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Herr Staatssekretär, Frau Staatssekretärin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und Zuseher von zu Hause und auch natürlich die Gäste im Haus. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gesprochen haben. Wir würden Sie auch gerne bitten, ob Sie vielleicht eine Gesamtstrategie einmal vorlegen könnten im nächsten Ausschuss oder Anfang des Jahres, damit wir wissen, wo Ihre Ziele liegen und was Sie als Gesamtkonzept vorhaben. Natürlich ist die Breitbandausbau Geschichte einer der wichtigsten Grundlagen, damit wir weiterkommen in der Digitalisierung. Bis jetzt sind wir auf Platz 10 von 27 Mitgliedsländern. Ist nicht so ein schlechtes Ergebnis. Im ländlichen Raum haben wir noch ziemlich viele Probleme. Sie haben ja gesagt, dass Sie jetzt sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen werden und dass das weitergebracht wird. Im Budget 2023 haben wir 248,5 Millionen Euro. Also das sind 2 Millionen mehr, als wir gehabt haben. Insofern, als wir die ganze Investition, die wir gehabt haben, also so groß akzentuiert in finanzieller Lage haben wir das nicht. Ich sehe ein, dass Sie das digitale Amt forcieren wollen und dass Sie Digitalisierung in die Breite bringen wollen. Aber ich lege schon Wert auf die Feststellung, dass die Bevölkerung auch ein Recht haben muss, besonders im digitalen Amt, auch analog zu ihrem Recht zu kommen. Wir haben genügend Leute, die in einem Alter sind, wo sie sich die Digitalisierung nicht antun wollen, und auch die haben ein Recht, als Bürgerinnen und Bürger zu ihren Daten, zu ihren Rechten und zu ihren Formularen zu kommen. Ich glaube, wenn man digital sagt, muss man analog mitdenken. Das Zweite, was ich anfügen möchte, ist, der Breitbandausbau ist eine kritische Infrastruktur. Wir haben gelernt, was es bedeutet, wenn kritische Infrastruktur in Abhängigkeiten endet. Deshalb haben wir uns schon länger darüber unterhalten, ob es nicht PPP-Modelle geben soll, wo der Staat für die Infrastruktur verantwortlich ist, zum Beispiel die Gemeinden, die ja sowieso graben, und 70% der Kosten sind die Grabekosten von den Gemeinden. Und dann das Breitband sozusagen zur Verfügung gestellt wird für Anbieter im freien Markt, ausgeschrieben wird zu fairen Preisen, die wir 7-jährig oder 10-jährig dann wieder ausschreiben könnten. Das wäre eine Überlegung wert und würde viel für die Souveränität bringen. Das Zweite sind die Funkmasten, die ich ansprechen möchte, die eine große, viel beitragen dazu, dass das überhaupt funktioniert. Wir haben 7.900 Sendemasten von A1. Wir hören, dass es immer wieder die Idee gibt, sie zu veräußern. Wir wollen nicht, dass diese Masten verscherbelt werden. Das ist eine kritische Infrastruktur. Und nachdem die ÖPAG beteiligt ist, legen wir Wert darauf, dass der Staat auch kontrolliert, was da passiert, und dass er um jeden Preis verhindert, dass so etwas stattfindet. Weil Funkmasten sind essentiell für die Kommunikation und für die Digitalisierung, und das ist nicht egal, wer diese Funkmasten besitzt und um wie viel Geld er sie vermietet. Da muss der Zugang gesichert sein. Das Dritte, was ich Ihnen gerne ans Herz legen würde, ist das Thema Open Source, weil die zunehmende gewünschte Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung setzt natürlich auf Open Source nicht, aber sollte darauf setzen, weil wir immer wieder abhängig sind von amerikanischen Anbietern und von deren Datenspeicherung, die ja unsere Daten sind, und die fragen mich, wie wir in einem Blackout zum Beispiel zu unseren Daten kommen. Die Software, die Kinder auch in der Schule von Anfang an lernen, ist Microsoft. Das ist ein großer Fehler, weil die Kinder sollten wissen, was sie als aktive Nutzer brauchen, und dafür brauchen sie Open Source und nicht passive, abhängige Kunden werden von ersten Tage an, wo sie mit Digitalisierung zu tun haben. Und ich möchte nur zum Schluss eine Studie der Europäischen Union zu diesem Thema erwähnen. Und zwar sagt die, dass die Open-Source-Strategie die Investitionen und die Abhängigkeit verringert. Und zwar, Investitionen in Open-Source haben auch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen 1:4 und 1:10, senkt die Gesamtbetriebskosten im öffentlichen Sektor und fördert hohe Software-Entwicklungsfähigkeiten. Ich glaube, dass das ein Thema wäre, über das man nachdenken soll. Und zum Schluss noch eine Anmerkung: Digitalisierung hätte ein Ministerium verdient als Querschnittmaterie, und es wäre uns wichtig gewesen, dass es nicht in einem Staatssekretariat landet. Aber wie dem auch sei,
Humanismus und Ethik sollten Sie auch mitdenken in Ihren Überlegungen, weil das ist bestimmt ein Thema, das zu diesem Thema dazugehört, weil das wird die Gesellschaft verändern und da sollten wir schon mitreden, wie das ist. Danke. Der Staatssekretär freut sich, Florian Turski. Von der ÖVP ist gerade aufgewertet worden, denn Petra Oberrauner von der SPÖ wünscht sich ihn als Digitalisierungsminister und nicht bloß ein Staatssekretariat im Ministerium.